die Lohnnebenkosten sich senken. Ne? So würde man das dann über Jahr, aber eben. 20 Jahre, ne? 20, wir werden sehen, wie schnell wir vorankommen. Vielleicht stellen wir auch, also zum Beispiel waren die Menschen alle überrascht, dass diese 3% Mehrwertsteuererhöhung gar nicht zu so hohen Preiserhöhungen geführt hat. Ne? Also wenn man das sieht, dass das relativ smoothie sozusagen abläuft, dann kann man sagen, gut, dann machen wir 2-3%. Wenn sie es 10 Jahre durchhalten, haben wir schon 30%. Ne? Da haben ja auch Unternehmer gleich darauf reagiert, indem sie zum Beispiel so Sonderangebot gemacht haben. Bei uns zahlen sie noch die ersten 3 Monate 19% weniger. Da ist ja auch gleich im Markt wieder was passiert. Wir schenken ihnen die Mehrwertsteuer. Ja, genau. Ja, klar. Naja, ich bin doch nicht blöd. So. Ich muss fragen, wer ist der Blöde. Aber das war diese Diskussion, ob man das allein im Markt überlässt oder ob dann noch was anderes nötig ist. Aber klar ist, dass es passieren muss, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wenn der Wettbewerbsdruck hoch ist, dann muss der Unternehmer die Kosten lassen weitergeben, sonst macht das der Konkurrent, um Kunden zu sich selbst zu locken. Einer, der noch nicht so viel Kunden hat. Dann muss er selbst auch runtergehen, der andere geht wieder runter und dann geht die ganze Kostenentlastung, kann nicht mehr in den Gewinn fließen, sondern fließt über abgesenkte Preise zu den Verbrauchern und dann haben alle was davon. Sogar die, die nur vom Grundeinkommen leben, haben auch höhere Kaufkraft. Ich schätze mal so etwa eine Verdopplung mindestens. Ja, aber bitte bedenken Sie, wenn Ceteris Paribus, eine Annahme, die natürlich nie zutrifft, dann ist es so, dass die Preise sich in dem Maße, die Nettopreise in dem Maße verändern, wie die alten Steuern rausgehen und der Bruttopreis bleibt gleich in dem Maße, wie die neue Steuer reinkommt. Ja. Ne? Darum geht es aber jetzt nicht. Es ging ja zum Lohnkostenanrichten. Das ist das Gleiche. Das ist ein Unterschied, ne? Nein, aber das, was hier rausgestrichen wird, muss doch woanders wieder angezahlt werden. Das weiß ich, ja. Also, aber das ist doch kostenneutral. Nein, das kommt aber als Steuer wieder zurück. Ich meine, der Preis bleibt gleich. Aber was sich natürlich verändert, das ist nur Ceteris Paribus. Was sich aber dramatisch verändern wird, weil jetzt ja nicht mehr das Einkommen besteuert wird und die Löhne besteuert wird, sondern jetzt wird ja das Ergebnis der Wertschöpfung besteuert, nämlich der Konsum, dass zum Beispiel eine Arbeit, die sehr stark maschinenorientiert ist, sehr stark automatisiert ist, also zum Beispiel die Herstellung einer elektrischen Glühbirne, die würde sich dramatisch verteuern und eine sehr stark personennahe Dienstleistung. Ne? Also wie im Krankenhaus. Zum Beispiel, oder ein Friseur. Ne? Ja. Oder ein Friseur. Ne? Der würde es natürlich verbilligen. Ne? Weil bei der Friseuse würde das hier stattfinden. Ne? Und bei der elektrischen Glühbirne, die ist heute praktisch überhaupt nicht Sozialsystem und so weiter belastet. Ne? Weil die fasst ja keiner mehr an. Ne? Und deswegen, wenn Sie mal jetzt 40 Jahre zurückgehen und fragen, was hat damals ein Friseur gekostet und was hat damals eine Glühbirne gekostet, dann merken Sie nämlich genau den Effekt umgekehrt. Ja, da wissen Sie nämlich, dass heute eine Glühbirne einen Bruchteil von dem kostet, verkaufswertmäßig gesehen, also geldwertmäßig gesehen, wie vor 30, 40 Jahren. Und ein Friseur, das ist ja sagenhaft, was es kostet inzwischen. Ne? Als ich ein kleiner Bub war, hat der Haarschnitt 80 Pfennig gekostet. Ja, und heute können die Friseure mit dem, was sie einnehmen, nicht leben und genau. Können nicht mal Mindestlöhne zahlen. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist der Punkt. Die können deswegen nicht leben, weil sie nicht Trinkgeld geben. Also, ne. Lass mir die Haare so zu Hause schneiden, das ist noch viel schlimmer. Aber was wesentlich wichtiger dabei ist, ist, denke ich, noch die Einsparung, die wir möglicherweise im Gesundheitswesen haben. Denn wenn die Kosten hier, die Lohnkosten so runtergehen in arbeitsplatzintensiven Branchen, auch an dem Schulwesen durchaus, dann kann das natürlich echt zu Leistungsvorteilen führen. Können wir mal zu dem Herrn an der Tafel an? Ist er schon fertig? Der Herr an der Tafel muss ja auch was dazu sagen, deswegen glaube ich, sie ist nicht fertig. Es gibt ja den Film Grundeinkommen jetzt, da haben wir das versucht darzustellen. Und weil wir den in der Schweiz gemacht haben, Daniel Henning und ich, und da immer Latte Macchiato bei uns auf dem Tisch steht, wenn wir das uns überlegen, haben wir Latte Macchiato genommen. Das ist ganz konkret im Unternehmen Mitte, wir haben das versucht konkret zu machen. Die Proportionen sind jetzt hier nicht ganz genau, aber im Prinzip ist das ein Produkt heute. Und in solch einem Produkt wie zum Beispiel eine Tasse Kaffee oder ein Latte Macchiato hat man einmal obendrauf die Mehrwertsteuer. Die ist deutlich sichtbar, die ist auf jedem Kassenzettel, die geht nicht in die Betriebsbuchhaltung ein. Also die ist klar, in der Schweiz ist die ein bisschen geringer. Dann hat man die Lohnkosten. Die machen da einen großen Anteil an. Herr Werner hat es gerade gesagt, es ist ein Riesenunterschied, ob man Produkte hat, die hauptsächlich durch menschliche Arbeit hergestellt werden oder durch Maschinenarbeit. Wo es viel menschliche Arbeit ist, ist viel Steuer auf Arbeit mit im Produktpreis mit eingerechnet.
natürlich. Danke. Denn natürlich wird das mit eingerechnet, weil es muss ja reinkommen. Das heißt, man hat hier den Anteil von Einkommensteuern, Lohnnebenkosten, Sozialabgaben mit drin. Dann kommt dazu, dass man ja Sachen zukauft, dass man Waren zukaufen muss. Diese Waren wurden auch hergestellt, in diesen Kosten sind auch die Steuern auf Arbeit bereits enthalten. Dann kommt dazu, dass man seine Maschinen hat, sein Gebäude, seine Geräte, mit denen man umgeht. Es wurde eingekauft, darin sind auch Steuern auf Arbeit enthalten. Sehen tut man heute nur die obendrauf, die Mehrwertsteuer, die andere ist quasi darin versteckt. Und es geht jetzt um gar nichts anderes, und ich bin noch nicht beim Grundeinkommen, ich bin bei der Steuer. Das mal zusammenzufassen und zu sagen, lass uns mal schauen, wie viel Steuer zahle ich eigentlich, wenn ich da meinen Kaffee kaufe oder eben meine Latte Macchiato. Mit wie viel Geld steuere ich bei zu meinem Staat? Und komme dann auch mal auf den Gedanken, dass ich den nämlich mit jedem Konsum mitsteuere. Und dann ist das, je nach Staatsquote, in Deutschland ist sie ungefähr bei 50%, dann ist das jetzt umgelegt auf das Ganze ungefähr 50% Steuern. Sie werden einfach nur mal hier zusammengezogen und kommen drauf auf das Produkt, wenn es fertig ist. Steuern und Sozialabgaben. Was? Steuern und Sozialabgaben. Steuern und Abgaben. Auf das Produkt, wenn die Wertschöpfung abgeschlossen ist, wenn wir alle uns Mühe gegeben haben und sagen, so und nun ist es für den anderen da. Dann ist das heute, eigentlich heute so, das sind ungefähr 50%, die kann man deutlich machen mit dem Gedanken, wir setzen die Steuer mal nicht dahin, wo Menschen sich eh Mühe geben, etwas für andere zu tun, sondern wir setzen sie dahin, wo Leistung in Anspruch genommen wird, Konsumsteuer, Ausgabensteuer. Wenn jetzt das Grundeinkommen, so, das ist erstmal das, dann sieht man, die Lohnkosten, die werden geringer. Die sinken ein ganzes Stück. Das heißt aber nicht für den Unternehmer, aha, jetzt nimmt er mehr ein, sondern das heißt, das muss auch sinken, damit der Preis insgesamt gleich bleiben kann, weil wir jetzt ja die Steuer hier rausgenommen haben. Die Gesamtlohnkosten sind jetzt geringer geworden, weil es eigentlich nur noch die wirklichen Nettobeträge sind an die Mitarbeiter. So, jetzt kann es natürlich ein Argument geben, dass man sagt, der Unternehmer gibt das nicht weiter. Der Unternehmer versucht sozusagen da auszutricksen und versucht das Weitergegebene durch die Grundsteuer und dann beim Grundeinkommen noch mehr gar nicht weiterzugeben. Das ist eine Konkurrenzsache, das wird man sich wahrscheinlich nicht erlauben können. Wenn das Grundeinkommen eingeführt wird, würde es erstens hier in den Bereich gehen, das heißt da, wo die Steuern ja schon gezahlt sind. Es würde erstens hier reingehen, da wo der Staat sowieso Einkommen auszahlt. Das sind die Sozialtransfergelder, das sind die Einkommen für Beamte, Angestellte, Besoldete und so weiter. Der Staat zahlt ja heute schon viele Einkommen, all die Sozialeinkommen auch. Da ist es wirklich möglich zu sagen, eine gemeinsame Regel, die jetzt sagt, okay, ab jetzt ist es so, wir rechnen das anders, wir rechnen diese Einkommen anders. Das Grundeinkommen wird eingerechnet auf dem Gehaltszettel oder Lohnzettel, wie auch immer, steht dann drauf. Also wir kennen ja nur die Schweizer Verhältnisse, so 10.000 Franken ungefähr. Vier. 4,5. Was weiß ich, 4.500 Franken gab es bisher. So, ab jetzt sind eben 3.000 davon das Grundeinkommen und 1,5 sind das weitere Einkommen. Da kann man das machen, weil es sozusagen Gesamtarbeitgeber gibt. In den privatwirtschaftlichen Einkommen ist es auf jeden Fall Verhandlungssache. Kannst du natürlich auch hier sagen. Also, der eine Teil der Grundeinkommen ist in den Steuern. Ja, und für den anderen wird die Steuer höher. Also wird auch diese Konsumsteuer, wenn man das jetzt gleichsetzt mit 50% Staatsquote, mehr. Und das betrifft diesen Bereich, das betrifft aber auch die anderen Bereiche, also auch in den Warenkosten, Infrastruktur spielt das eine Rolle, weil da ja auch dann das Grundeinkommen ausgezahlt wird und ja durch Steuern erstmal an den Staat fließen muss. Und dadurch hat man eine Erhöhung, wo man dann am Ende wahrscheinlich also einen größeren Anteil hat,
eben mehr als 50% im Preis unter Umständen. Und wo man sagen kann, da gibt es einen Teil, das ist dann weiter Staat. Dann gibt es einen Teil, das ist Grundeinkommen für alle, die Grundeinkommen für alle Menschen. Und es gibt einen Teil darin, das ist, das sind die Einkommen für die Wertschöpfung, für die, die direkt die Wertschöpfung gemacht haben. So, das ist nur mal so ein Grundmodell, um zu sehen, es geht nicht darum, dass der Unternehmer jetzt weniger Lohn zahlt, obwohl hier die Lohnkosten für den Unternehmer, fürs Unternehmen sehr viel geringer geworden sind. Aber natürlich nicht die Einkommen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bleiben gleich. Hier oben wird die Steuer abgezogen, hier unten setzt sich zusammen aus dem Lohn und dem Grundeinkommen. So, und das ist jetzt der einzige Punkt, wo man kritisch sein kann, ist, dass man sagen kann, ja, gibt er das auch wirklich weiter? Und das sind Konkurrenzfragen. Und wenn man sich anguckt, natürlich, also erstens macht man sich heute eher tot in der Konkurrenz und versucht preislich zu unterbieten. Dieses Kräftespiel deutet sehr darauf hin, dass man das sehr schnell und genauso machen wird, dass man das selbstverständlich in die Preise weitergibt. Wo es Monopole gibt, kann man vielleicht was anderes machen, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich eine ganz normale Marktfrage, wie sie heute auch ist. Und wir leiden vor allen Dingen ja darunter, dass dieser Wahnsinnskonkurrenzdruck mit Niedrigpreisen stattfindet. So, das nur als Modell, dem... Was man da jetzt noch ergänzen muss, dass natürlich ein ganz großer Unterschied ist, in dem Moment, wo ein Arbeitgeber sagt, ich möchte zusätzlich Menschen einstellen. Dass natürlich durch diese Veränderung würde nur die Einführung der Konsumsteuer, das sieht man noch nicht beim Grundeinkommen, das würde es nochmal toppen, ne? Nur die Einführung der Konsumsteuer würde enorm viel Arbeitsplätze schaffen. Jede Menge. Und die Firma Nokia in Bochum, die hätte nicht gesagt, wir machen unseren Laden dicht, sondern die hätte gesagt, habt ihr nicht noch drei Standorte, die wir aufmachen können? Glauben Sie mir, das ist die Folge. Dass Nokia den Standort in Bochum schließt und nach Rumänien geht, ist eine Folge unseres Steuerungssystems. Das wird Ihnen jeder Mensch, der weltweit tätig ist, wird Ihnen sagen, Sie können nirgends so produktiv produzieren wie in Deutschland. Es gibt keinen größeren, also keinen Flächenstaat auf der Welt, der so viel noch gut funktionierende Infrastrukturnetze hat, über der Erde, auf der Erde, unter der Erde, wie Deutschland. Es ist nur unser Steuersystem, was die Menschenarbeit diskriminiert und die Maschinenarbeit subventioniert. Und das ist ein schreiendes, das ist in meinen Augen ungerecht. Das muss verändert werden. Ne? Vielleicht kann man eins noch hinzufügen. Gerade Existenzgründer würden da natürlich wahnsinnig von profitieren. Die wüssten, sie haben ihre 1.000 Euro Grundeinkommen. Wir wissen, dass ihr Lebensunterhalt gesichert ist. Und die können jedenfalls auch relativ leicht noch einen Kollegen als Mitarbeiter einzustellen. Und das würde wirklich, ich glaube, den Arbeitsmarkt beleben. Also das habe ich am eigenen Leib verspürt. Mit 29 Jahren hatte ich für damalige Verhältnisse eine sehr schöne Position als Prokurist mit 2 Sekretären und einem Mercedes 250. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe zu meiner Frau gesagt, du hör mal zu, ich habe denen das mit dem Drogeriemarkt erzählt, das wollen die nicht, das mache ich jetzt selbst. Hat meine Frau, zutraulich wie sie war, ne, die hat dann gesagt, naja, das ist doch gut, ne, machst du das halt selbst. Das war kein Problem, aber als sie das ihren Eltern erzählt hat, da kann ich, das möchte ich ihnen gar nicht erzählen, was da der Teufel los war. Dass der Götz jetzt auf einen wohlbezahlten und Arbeitsplatz, auf dem sie auch sehr stolz waren, ne, dass der da auf den verzichtet und mit 0 bei 0 anfängt. Also, könnte ich gar nicht vorstellen. Ne? Das wäre mit Grundeinkommen nicht passiert. Ne? Meine Frau Grundeinkommen, ich Grundeinkommen, meine Tochter Cornelia Grundeinkommen, mein Sohn Christoph Grundeinkommen. Das ist ja die Sache ganz sicher entspannt. Ja. Ist eine Zwischenbemerkung zulässig? Also wollen wir das, das bedeutet ja in der Konsequenz, auch wenn ich jetzt das Beispiel Nokia nehme und das übertrage auf viele andere Hersteller von ähnlichen Produkten, noch mehr Elektroschrott. Moment! Also vielleicht habt ihr das mitgekriegt, in afrikanischen Ländern gibt es das als Elektroschrottmülldeponien, die Krankheiten verbreiten. Ja. Also haben wir eine Lösung? Ein weites Feld auf ein ganz anderes Thema. Kein weites Feld. Kein weites Feld ist System immanent. Mit der Mehrwertsteuer können Sie zum Beispiel hergehen und sagen, ich klassifiziere alle Produkte, alle Leistungen, die wir verbrauchen,
nach einem CO2-Fußabdruck.